So, ich habe wieder unterbrochen, weil ich Kunden und ich auch gerne mit Kunden mich unterhalte hier. Welcome to my Shop News. Wir sind hier in Nordrhein-Westfalen, wir sind immer noch das Medienhaus und wir kümmern uns über vieles. Ich habe auch gerade eine super Nachricht bekommen. Ich mache schon mal Applaus, in Ordnung. Cobra 11 geht weiter als 90-minütiger, als Event. Was sie damit meinen, weiß ich noch nicht. Jedenfalls Pia Stutzenstein ist gerade bei TV Now rausgehauen. Ich habe dann natürlich von den Freaks, auf Deutsch gesagt, von den Superfans sofort Nachrichten bekommen und diesbezüglich und was weiß ich nicht alles. Also diese Super-Mega-Fans sind natürlich Fans, die sich Erdogan nennen oder so tun, als ob. Also der waschechte Erdogan Atalay und der waschechte Nils. Wie gesagt, von denen hört und sieht man nichts. Das sind alles Menschen, die sich so nennen, aber halt euphorisch sind. Und von diesen hört man dann, dass zum Beispiel Cobra 11 demnächst weitergeht ab dem Jahr 2022. Also das bedeutet, dass sie jetzt schon anfangen zu drehen in den Wintermonaten. Ich finde es hochgradig interessant in einer Zeit, wo Corona ausgerufen wird und das und dies und jenes und trotzdem alle kräftig dennoch am Arbeiten sind. Die Thalerfrauen zum Beispiel. Und wie sie alle geheißen haben. Jetzt zu dieser Winterzeit wird zwar auch vorbereitet für die Obdachlosen mit diesem Currywurstbude. Also es wird keiner mehr eingeladen. Also Stars und Sternchen bewirten die dann nicht. Und deswegen kam ich auch drauf, weil 2019 da noch richtig was los war. Da war auch Nils Corwin dabei und diverse andere Schauspieler, die mit Frank Zander dann diese Bewirtung durchgezogen. Das macht er ja jedes Jahr. Letztes Wochenende hat sich Frank Zander gefreut, weil seine Hertha gewonnen. Mein Kollege hat sich nicht gefreut. Das war nämlich München-Gladbach, was verloren. So ist es halt. Ich habe ja, wie gesagt, round the world, alle. Der eine freut sich, der andere nicht. Ich bekomme ja meine E-Mails, auf die hier gespielt. Ja. Und es macht schon alles Spaß. Also mir macht vieles Spaß. Was euch Spaß macht, weiß ich nicht. Hallöchen. Morgen. Die Warnung. Ja. Es liegt eine Warnung vor, weil es geht fröhlich weiter. Es ist jetzt eine Art Epoche, die ab 2020 begonnen, so wie 1920 auch eine Epoche war. Mal sehen, 100 Jahre schaffen wir, also meiner Einer schafft diese 100 Jahre Evolution Rhabarberkirchen nicht, keine Chance. So, das, was als Nachhall von 1920 in unsere Geburt eingeflochten und wir dann, während wir geboren und uns entwickelt haben, was dabei herausgekommen ist, wissen wir ja. So, ihr grüßt ja nicht. Morgen. Wenn, dann grüße ich jetzt zurück. Alle YouTuber, welcome. So, wie gesagt, Chip News. Es ist halt Deutschland und Deutschland ist, wie Deutschland ist. Irgendwas stimmt nicht. So, jetzt haben wir ein Dreiergestirn, eine Ampel, die uns ansagen wird und ich finde es hochgradig interessant, da wir jeden Tag damit zu tun haben. Ja, wir haben also wirklich mit allem zu tun, auf eine Art jetzt die Anwälte, die da, wie gesagt, digital sein müssen. Seit September sind sie im Versuchsaufbau. Ab 1.10. Quatsch, ab 1.1.2022 sind sie 100%. Ja? 100% brauchen sie eine Basis, wo sie arbeiten. Man kann nicht einfach mit dem Laptop durch die Gegend dackeln und da mal eben seine Gerichtsakten, ja, vom Meer her, wenn er versteht, was ich meine. Nein, nein. Also, ich habe jetzt einige Anwälte hier gehabt, die auch annahmen, dass sie mal eben mit einem Laptop das alles bewerkstelligen können. Nein, das können sie nicht. Ne? Ja, ich glaube, ja, eine Fliege kam gerade, die will unbedingt aufs Band. Sie ist also auf dem Band, vielleicht hört ihr sogar das Summen, sollte sie an einem Mikrofon vorbei geschreddert sein. So. Wie gesagt, Rechtsanwälte, Ärzte und so weiter, alles digital ab 2022. Und ja, wie gesagt, man will uns aus dieser sogenannten Pandemie einfach nicht herausholen. Und die, die sich da Aufklärer nennen und was weiß ich, freiheitliche Boten und Querdenkende,
Also vergessen wir. Ich meine, der eine bayerische Spieler, der zeigt uns ja, dass wirklich tatsächlich ein Dreiklassensystem herrscht, wie früher 1920 auch. Fehlt nur noch überall angebracht, 1, 2 und 3. Ist dasselbe wie geimpft, nicht geimpft und genesen. Das ist eine Dreiklassengesellschaft, ist also 100 pro wie 1920. Wieso die das durchführen, wieso die das machen? Gut, das fragt keiner. Es fragt wirklich tatsächlich keiner, wieso machen die das? Ne? Wieso dürfen die das? Ja? Das fragt auch keiner. Jeder nimmt es hin, man trägt hier die Maske, man bleibt 1,5 Meter weg. Jeder freut sich, dass er geimpft ist, dreimal geimpft ist. Was ich hier an Impfnachweisen ausdrucken musste, kopieren musste, weiterleiten musste, ist schon ein Hammer. Ja. So, ab 2022, wenn gerichtlich was ist, geht es halt nur digital. So, ob ich wirklich helfen kann, ich weiß es nicht, meine sehr verehrten Rechtsanwälte. Ich weiß es nicht, kann ich euch nicht versprechen. Ich spreche jetzt die Rechtsanwälte an, die ein gewisses Alter haben, die nicht mehr so jung sind, die halt diesbezüglich damit nicht klarkommen. Ich kann nur empfehlen, dass irgendeine Firma, eine Computerfirma das übernehmen kann. Ich meine, das haben wir früher auch. Wir haben, wie alles angefangen haben, haben wir dann auch. Wir haben aber nur die Maschinen repariert, wir haben also nur die Configs gemacht und aber niemals die Programme. Ja? Die Programme sind und bleiben Fremdeigentum, auch bei den Ärzten. Nun, auch Ärzte brauchen keinen Server mehr, so in dem Sinne. Man kann halt heute alles konfigurieren. Es geht heute alles über T-Com-Netz. Ja, also ist ja eine Art Vernetzung. So, und viele haben ja ihre Geräte mit zwar, können also an fremden Computern, wenn die eingerichtet sind, arbeiten. So, ob wir jetzt fremde Geräte installieren werden, damit in irgendeiner Ecke ein Anwalt da in Ruhe arbeiten könnte, es tut mir leid, jeder Anwalt, der eine Kanzlei hat, wird wohl irgendeine Ecke freischaufeln müssen, wo sein Computer hinkommt. Ist so. So, und die Gerichte haben nicht umsonst riesige Monitore, ja, und auch vor sich Labs mittlerweile, beziehungsweise Flat stehen. Das ist halt so, es wird halt so sein. Nur, wenn wirklich tatsächlich mal ein Blackout kommt, was wird denn dann per Gerichtssaal? Wo sind dann die Unterlagen? Weil die Unterlagen sollen ja nicht festgehalten werden, die sollen an sich auch nicht kopiert werden, aber wie gesagt, im Moment ist es so. Gut, die werden digitalisiert und wenn der Rechtsanwalt die Sache nicht löscht, dann hat er sie ja und dann kann man sie im Notfall immer noch zu Papier bringen. So, ich hoffe, dass das wirklich tatsächlich nicht so wird, wie es vor 100 Jahren mal gewesen ist. Ja? So, vor 100 Jahren wurde das ärztliche System im Jahre 1915 aufwärts geändert. Nun wurde jetzt alles geändert im Jahre 2015. So, ich hätte gerade eine wunderbare Hallöchen. Frage bekommen. Ich musste das Video unterbrechen. Was ist, wenn der Strom ausfällt, mal richtig? Was ist dann mit unseren Maschinen? Die Maschinen haben zwar alles auf ihrem Speicher, aber wir können den Speicher nicht abrufen. Ja? Gut, wir können dann Geräte besorgen, die dann wieder mit Fremdstoffen generieren, also Generatoren, die dann wie damals mit Diesel oder mit irgendeinem Kraftstoff dann bedienbar sind, um dann einen Strom auf den Weg zu bringen, damit man die Maschinen, aber kann auch der andere das, ne, wo das dann hätte hin müssen. So, dann gibt es keine Faxe mehr, keine E-Mails mehr, kein Bildschirm mehr etc. und pp. So, einige von euch leben ja mittlerweile so, die haben also null Strom, müssen halt durch Induktion Strom erzeugen, ja, und dieses gibt es hier nicht in Europa, aber in Afrika. Da werden halt durch Bill Gates bedingt, der hat da einige Geräte gesponsert, kann die Rest der Welt, die keinen Strom besitzt, dennoch online gehen, indem sie ja den Indukator da aufziehen und dann haben sie eine Zeitspannung
Und anhand dieser Zeit können die Menschen den Computer bedienen. So, ich meine, wir haben einen Wahnsinnsfortschritt, wir haben eine wunderbare Zeit, bin ich der Meinung, meine eigene, meine persönliche, nur wird sie verkehrt benutzt. Also Leute, die Macht ausüben wollen, aber keine Macht haben, üben jetzt so lange, bis sie ihre Macht durchsetzen können. So scheint es. Weil normal ist es nicht, was Herr Lauterbach da von sich gibt. Normal ist es nicht, was Herr Spahn da von sich gibt. Allgemein betrachtet ist das alles nicht mehr wirklich tatsächlich, was sie da von sich geben. Und ich halte mich persönlich da raus. Also ich mache ihn fertig. Ne? Wie gesagt, es ist halt so und es wird sich auch nicht mehr ändern. Die Passbilder demnächst auch nur noch digital, nicht mehr in analoger Form. Mir ist halt aufgefallen, dass die Analogisten ihre Preise gesenkt haben. Früher kam so eine Kiste 49,95 und jetzt kostet das schon 29,95, also sind sie schon mal 30 bis 20 Euro runtergegangen, je nach Anbieter. So, früher hat es horrendes Geld gekostet. Heute kann man dem Kunden entgegengehen, den Preis also minimieren. Trotzdem hat man dann noch seinen Umsatz. Nicht mehr so viel wie früher. Ja, Frage 2022. Können wir das dann auch? Müssen wir dann nicht vielleicht doch eine Menge anbieten? Ich finde es hochgradig interessant. Eine Kopie, 20 Cent für Kreditkarte. Die Kreditkarte kostet 9 Euro Gebühr. So. Und diese 9 Euro Gebühr kann man in 20 Cent Kopien nicht mit einspeisen. So, wenn man 10 Kopien hat, sind 2 Euro. Ja, ihr könnt ausrechnen, wie viele Kopien gemacht werden müssten, um zusätzliche 9 Euro abgeben zu können. Dasselbe ist ja mit den Banken. So, man bekommt ja eine Menge, 20 Cent, 10 Cent. Ja? Und wenn man Pech hat, sogar 2 Cent, 1 Cent, 5 Cent. Das ist eine Menge. So, die dann gefüllt in einem Beutel, geben wir trotzdem 5 Euro ab für den Beutel. Und statt 100 Euro sind dann nur 95 Euro und so weiter und so fort. Wir haben viele kleine Kinder gehabt, die geweint haben, weil sie sich gefreut haben. Zuerst haben sie sich gefreut. 50 Euro Kleingeld, ja, ab in den Sack. Und dann musste Papa halt warten. Ja. Und dann hat Papa gezeigt, guck mal, 45. Und das Kind hat das nicht verstanden. So, natürlich, Papa, Mama oder Oma oder Opa tun natürlich immer diese obligatorischen 5 Euro dabei. So wie meiner einer sein Alter hatte und auch seine drei Kinder, wurden diese drei Kinder halt mal gefoppt. So, einer bekam 5 Euro Stücke, der andere bekam 2 Euro Stücke und der andere bekam nur 1. Eure Stücke, damals nannte man das noch D-Mark. Okay? 5 D-Mark Stücke, die gab es damals noch. 2 D-Mark Stücke und 1 D-Mark Stücke. So. Und einem haben wir mal 50 Pfennig gegeben. Also heute 50 Cent, ihr wisst, was ich jetzt meine. So. So, diese 4 Personen waren um die 6 Jahre alt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch damals schon, ging da die Post ab. Denn der 50 D-Mark in 5 Markstücke, 2 Mark und 1 Mark, und derjenige, der die 50 Pfennigstücke bekommen hat, da, das war Weihnachten, Ladies and Gentlemen. Ja, werde ich nie vergessen, ist aber so. Und wenn ich dann so sehe, wie Grandpa, Großvater dieser Kinder, Sachen erstellt, gebaut und Wackeldackel für den Kleinen, ein Puppenhaus für die Größere, ganz viele Barbies, Lichtleistung, alles eingearbeitet. Stand das Kind da und hat alle angeschaut und wusste nichts mit anzufangen. Hallöchen, was